Hallo, willkommen bei Schmonkofotz. In der heutigen Folge habe ich für euch ein Unboxing. Jetzt kein Unboxing, wo ich mir die Box selber gekauft habe, sondern eher eine Kollaboration zwischen mir und Phil the Machine. Wir dachten uns, wir könnten mal was zusammen machen und so haben wir uns gegenseitig eine Box zugeschickt im Wert von ja so um die 25 € und schaut mal, wie er die verpackt hat. Das Thema der einzelnen Verpackungen ist auf jeden Fall gut getroffen. Also ist es so eine Art Unboxing Inception Special. Und wenn ihr wissen wollt, was ich ihm geschickt habe, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Auf jeden Fall fange ich einfach mal an. Und meine Aufgabe ist es heute, alles zu probieren, alles, was mich da drin erwartet. Das Gute ist, weil das eben alles so schön einzeln verpackt ist, muss ich es nicht blurren, also muss ich es nicht irgendwie unkenntlich machen. Und als erstes haben wir halt eben einen Zettel, den ich natürlich nicht in die Box reingetan habe. Ne? Ich bin super. Ja, Servus Alex, viel Spaß mit deinem Tauschpaket. Bin schon gespannt aufs Video. Ha, bist du dir sicher? Naja, PS, bitte alles probieren, werde ich auf jeden Fall tun. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten. Das erste Einhorn ist ausgepackt. Jetzt wird es sehr laut, wenn ich das so auspacke, deswegen mache ich das mal so. Also als erstes einen Typhoon Energy Drink mit Kokosnuss und Blaubeere vom Müller. Also ein ja, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Erfrischungsgetränk mit Kokos- und Blaubeergeschmack. Cheers! Wow! Riecht auf jeden Fall am Anfang ein bisschen nach Kokosnuss. Und schmeckt auch ein bisschen nach Blaubeere. Gar nicht mal so schlecht, das ist echt ein bisschen erfrischend, finde ich geil. Und der ist nicht mal gekühlt. Cool. Also damit habe ich nicht gerechnet, ein Sauerkrautsaft von Alnatura. Ja, wohl bekomm's. Heieiei, auf jeden Fall ein Bio-Sauerkrautsaft mit Meersalz, milchsauer, vergoren und pasteurisiert. Grüße gehen raus an den Herrn Pasteur. Hallo. Hau rein. Ja. Das schmeckt wie Sauerkraut. Mag ich sogar. Geil. Und was haben wir noch? Und verrückt gleichzeitig. Also wirklich crazy. Okay. Vielleicht kann ich es mal so machen. Hä? Rote Beete-Cracker? Alter. Du hast ja richtig reingehauen. Crazy, habe ich noch nie gehabt, sowas. Also ich blende euch das alles hier ein, ne, dann könnt ihr das sehen. Mit Dinkel anscheinend. Oh, der Eigengeruch ist gar nicht so stark. Aber was ein witziges Produkt, ey. Cheers. Zieht auf jeden Fall gut Flüssigkeit aus dem Mund, also... Aber den Rote-Bete-Geschmack vermisse ich da vielleicht? Ja, doch, ein bisschen, ja. Oh ja, das ist bestimmt was Süßes. Ich hoffe es. Das sieht so aus. Mal sehen. Oh, Schogetten Gold mit Pistazie. Cool. Nice. Habe ich auch noch nicht probiert. Also zuerst vom Geruch her mal checken. Riecht gut nach Pistazie. Ah, jetzt. Oh, die ist lecker. Also weiße Schoko mit Pistazienstücken. Hast du cool ausgewählt, auf jeden Fall. Ach so, scheiße. Ja, die kennt wahrscheinlich fast jeder, sag ich mal. Da ist so ein Fußlolli drin mit so einem Popcandy. Also das, die Süßigkeiten, die dann so poppen im Mund. So prickeln im Mund. Also, ich habe Bigfoot gefunden anscheinend. Oder Littlefoot. Ja, ich glaube, man muss das erst ein bisschen... Ah ja. Cheers. Das ist geil. Oh, was haben wir noch? Auf jeden Fall... Okay, das sind so Bonbons. Mal gucken. Okay. Bean Boozled. PS, bitte alles probieren, werde ich auf jeden Fall tun. Oh, verdammt.
Ja, also hier sind so leckere Geschmackssorten bei wie Leber und Zwiebeln, eine alte Bandage oder vergammeltes Ei oder ein ekelhafter Käfer und ekelhaftes Spülwasser. Also ihr versteht den, ihr versteht den Ablauf. Ich werde 3 Stück ziehen. Wenn ich da nicht verkacke, dann bin ich ein Gott. Zuerst habe ich was Orangenes gefunden. Riecht wie Hölle. Cheers. Ja, ich habe Kotze erwischt. Moment. Okay, ich Idiot, habe ja gesagt, ich ziehe 3-mal. Also, dann nehme ich das mal so ein weißes. Bean Boozled. Mal sehen. Das schmeckt wie ein Geburtstagskuchen. Ja. Ich musste nur weiter kauen. Hinterher habe ich dann irgendwie doch was Blödes. Oh, das geht klar. Super. Okay. Und das letzte. Ja, warte. Das war die gleiche Farbe wie gerade. Ich habe hier ein grünes. Nein, bitte nicht. Ja, verdammte Scheiße. Ja, danke. Nächstes Produkt. Jetzt haben wir einen Piraten. Ingwer-Zitrone von Haribo. Oh, jawoll, Mann. Boah, ich stoße immer noch auf von diesem ekeln Zeug gerade. Also, ja, das Leben, wenn das Leben dir Zitronen gibt, frag nach Ingwer-Zitrone. Ja, moin. Oh, ein wunderbarer Geruch. Also, Ingwer schießt einen sofort in die Nase. Mal sehen. Ich wusste nicht, dass Haribo sowas hat. Wirklich lecker. Oh, geil. Lay's Strong Cheese and Cayenne Flavored. Also Cayenne-Pfeffer und Käse-Geschmack. Okay. Vom Geruch her jetzt nicht viel anmaßend. Ein bisschen nach Käse, okay, ne? Aber ja, mal sehen. Also ein guter Käse-Geschmack. Und die Schärfe von Cayenne ist ja so hinterhältig, ne? So heimtückisch. Genauso wie hier, also hat schon eine gute Schärfe. Ach, ein Center Shock, aber rein da. Oh. Ah ja, genauso wie ich mir die in Erinnerung hatte. Außen sauer und innen eigentlich süß, aber nicht vorhanden. Boah. Also, ja, wieder etwas, was ich aussprechen kann, von der Firma Orion. Das hatte ich ja schon mal in der tschechischen Box vom Hotto. Oh, der ist ein bisschen wärmer, aber okay. Riecht irgendwie nach Marzipan. Oder Mandel. Oh. Das ist was ganz Feines. Erinnert mich ein bisschen so an Baumstamm. Also mit diesem Nougat und Marzipan. Und schmeckt eigentlich genauso. Obwohl da Pistazie drin ist. Oh, noch eine Schokolade. Lilith. Hä? Studentska! Haha! Die hatte ich schon mal. Nur, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hier steht irgendwie drauf mit Erdnüssen und Birne. Halb so wild. Oh ja, ich rieche schon die Birne. Ist da Birnengelee drin vielleicht? Weil ich sehe hier an der Ecke schon Gelee. Voll lecker. Also ein Birnengelee wirklich mit Erdnüssen drin und Schokolade. Und Schmilz alles. Voll geil. Tortillanüsse mit Nacho-Käse? Hä? Crazy.
Oh ja, mal sehen. Vielleicht treffe ich. Oh. Hm. Das ist eine geile Idee. Also wirklich so ein leckeres Coating unten außenrum. So mit Nacho-Käse. Oh, cool. Und hey, Kakao. Ha, die Sorte kennt ihr bestimmt. Diese Kakaofläschchen von Haribo. Eben mit einer Hälfte Milch und mit der anderen Hälfte Kakao. Wirklich schön soft. Mm. Mittlerweile schmecken mir die. Mm. Aber. Ja, eine reicht. Warte mal, schon zweite. Egal, das. Schon ziemlich funny. Ich mach mal eins auf. Und mache auch mal die Toilette auf hier. Wenn ich weiß, wie die aufgeht. Ah! Ja, und da drin ist dann halt so. Ja, wieder so ein Knisterpulver wahrscheinlich oder saures Pulver. Hoho. Und mal gucken, wie das schmeckt. Ja, riecht ein bisschen süß. Ein bisschen sehr süß und auch nach Erdbeere, würde ich mal sagen. Oder? Ja. Mmh. Oh ja. Also sehr süß, hör mal. Sauer meine ich. Oh, das sieht wieder wie Schokolade aus, oder? Hä? Einmal eine Bitterschokolade mit Chili und mit Holunder von Heilemann. Mhm. Schöner Zartbittergeruch. Aber von Chili merke ich nichts. Mhm. Kitzelt am Ende ein bisschen was, aber ist eigentlich recht schön abgestimmt. Finde ich nicht schlecht. Ah, und jetzt brennt es auch. Okay. Hm. Holunder ist ja auch so ein underrated Gewächs, Gedönse. Ist auch cool. Cheers. Oh. Mhm. Hm. Oh, die schmeckt mir nicht. Mhm. Ah ja, neben den 18.000 Centershocks, die noch da drin sind, habe ich das hier als letztes Produkt. Ein Hedge Natural Bite Gluten Free Organic Almond and Sea Salt. Ja, was ist das? Ist das ein Flapjack oder wie nennt man die? Schöner Nussgeruch, sag ich mal. Oh. Mm. Mm. Also nach dem ganzen Gelage hier geht der Riegel bei mir ein bisschen unter, weil das Einzige, was ich schmecke, ist noch das Salz. Alles andere, ja, weniger. Aber der ist massiv, also der ist nichts für die dritten Zähne. Also müsst ihr aufpassen, sonst habt ihr keine mehr. Aber auf jeden Fall auch lecker. Hm? Ja, was haltet ihr von der Box? Also, ich fand das echt witzig, jetzt auch bis auf dieses Buselzeug da, Bean Buselt, das war schon ein bisschen tragisch. Aber bin ich ja selber schuld, wenn ich dreimal dran snacke. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal der Aufruf, geht mal zum Phil auf den Kanal, schreibt ihm was in die Kommentare, schaut euch das Video an. Und ja, dann war das mein heutiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Hallo, willkommen bei Schmackofatz. In der heutigen Folge habe ich für euch ein Unboxing parat. Nein. Das ist halt eben wirklich eine schöne Box. Schön schwarz. Ich mag diese Aufschrift da drauf. Bulk. Also irgendwie so dicker werden, breiter werden. Balken halt, ne? So eine Art Unboxing Inception Spezial. Wow. Also einmal ein Typhoon Energie. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ein Sauerkraft, Sauerkraut. Zieht auf jeden Fall gut Sauerstoff. Sauerstoff, fuck. Oh, war das eklig. Oh, nee. Oh, du Arsch, ey. Oh, nee, warte. Ich habe noch Knösel zwischen den Zähnen.